gesprochen. Ich habe Linguisten befragt, dass früher Hunde noch Bello hießen und Häuse und Rex und heute heißen Hunde irgendwie Anja und Paul und Tim, weil man versucht, einen Kontakt irgendwie zu vermenschlichen, weil man irgendwie Angst vor Abweisung hat und deswegen das Haustier kann ich ja auf eine Art und Weise dominieren. Es kann mich nicht verlassen und dadurch benenne ich es menschlicher und kompensiere eine menschliche Beziehung. Wir haben Anekdoten gesammelt, dass früher, wenn der Nachbar gemerkt hat, bei mir ist die Musik zu laut, hat er selbst geklingelt, hat mir in die Augen geguckt. Es war eine unangenehme Situation, aber er hat mich konfrontiert. Und heute klingelt keiner mehr, sondern es kommt sofort die Polizei, weil man aus unangenehmen Situationen flieht. Ich finde zuerst wichtig, einfach festzuhalten, dass sich da irgendwas verändert hat, dass wir beziehungsunfähiger geworden sind, dass wir auch eher zum Beispiel Leute aus unserer gesamten Industrie, aus der Gesellschaft canceln, wenn die irgendwas machen, womit wir nicht einverstanden sind, dass man vielleicht gar keine Partei mehr wählt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist.